Wir wollen dein Startup bei Venture TV sehen. Wie das funktioniert und was du dafür tun musst, erfährst du unter venturetv.de/pitch. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, Carsten Maschmeyer. Herr Maschmeyer, ohne Frage einer der bekanntesten Unternehmer in Deutschland. Und ich würde mal sagen, Sie haben Glück, wir reden heute nicht über verlorene Investments, weder über Ihre eigenen noch über die irgendwelcher ehemaligen Kunden. Wir reden heute über das Thema Erfolg. Das ist ein Thema, womit Sie sich gut auskennen. Zumindest haben Sie selber viel davon gehabt. Und die erste Frage muss natürlich auch sein, was hat Carsten Maschmeyer eigentlich erfolgreich gemacht? Was sind die Gründe für Ihren Erfolg gewesen? Also wenn man das ganz genau wüsste, dann hätte man wahrscheinlich das größte Unternehmen der Welt. Ja, wenn man jeden Abend wüsste, heute hat das geklappt, weil wir das gemacht haben. Wenn ich heute Resümee ziehe, und das habe ich ja auch in meinem Buch, dadurch war es ja eine Art Bilanz, würde ich sagen, es ist natürlich die richtige Idee. Also eine schlechte Idee, dann können Sie noch so viel machen. Wie eine Mathematikaufgabe, ist vorne ein Rechenfehler drin, können Sie weiterrechnen, es wird nur schlechter. Also die richtige Idee. Und dann kommt es auf zwei Dinge an. Einmal die mentale Stärke, Optimismus, Mut, Durchhalten. Aber dann auch der Umgang mit Menschen, wie man kommuniziert, wie man Empathie entwickelt, die richtigen Leute findet und das Produkt und die Dienstleistung so kommuniziert, dass es der Anwender, der Käufer, der Verbraucher auch versteht und will. Jetzt schreiben Sie in dem Buch darüber, dass einfach die menschliche Komponente sehr wichtig ist, Kontakte sehr wichtig sind. Und wenn man sich die Berliner Start-up-Szene anguckt, dann kann man, glaube ich, eins der Szene nicht vorhalten, dass sie zu wenig netzwerken. Da ist eigentlich der Latte Macchiato immer im Anschlag und man sitzt immer in irgendeinem Café und netzwerkt da vor sich hin. Trotzdem klappt das nicht bei jedem mit dem Erfolg. Warum? Naja, für die großen Erfolge ist ja nicht das Netzwerk, dass ich drei Kollegen kenne in einer ähnlichen Situation. Jetzt brauche ich die Kontakte zu großen Firmen, zu Kooperationspartnern. Im B2B-Bereich ist ja oft so, ich habe eine Idee, dazu brauche ich Kooperationspartner, die haben die Kunden, ich suche den strategischen Partner, ich habe das Produkt, die haben die Kunden. Das ist ein Netzwerk auf einer anderen Ebene. Und da muss man sich eben auch vor allem um Menschen kümmern, die man noch nicht kennt und versucht, die kennenzulernen und für die Idee zu gewinnen. Jetzt investieren Sie ja seit einiger Zeit auch sehr fleißig in Startups. Wonach suchen Sie sich die Ideen aus? Und zweite Frage, suchen Sie sich die überhaupt selber aus oder haben Sie ein Team, was das macht? Also wir sind natürlich ein großes Team, oder vielmehr, das macht ein großes Team. Wir haben im letzten Jahr, das haben wir ausgerechnet, 1200 Ideen herangetragen bekommen, mal nur mündlich, ganz viele Präsentationen. Da haben uns mehrere hundert, haben sich die Leute angeguckt. Und wenn es dann spannend wird, irgendwann dann sagt man, schaut sich mal das an. Und ich mache das an zwei Sachen fest. Für mich gibt es keine guten Unternehmen, nur gute Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich will die Menschen sehen. Ergänzen die sich? Haben die jetzt schon indirekt nicht geklärt, wer von den dreien der Chef ist? Ja, ist da einer planerisch stark, einer eher kreativ? Würden die auch umsonst arbeiten, weil sie beseelt sind von der Idee? Und ich mache ein Prinzip, ich treffe die Menschen immer zweimal in unterschiedlichen Situationen. Weil ich sage, Show, ja, aber zweimal die gleiche Show, meinetwegen einmal im Restaurant und einmal im Büro, klappt nicht. Ich setze darauf auf die Leute. Wenn ich Leute gut finde, nehme ich auch mal eine Idee, an die ich noch nicht so ganz glaube, als eine tolle Idee mit Leuten, an die ich nicht glaube. Was sind die absoluten No-Gos? Wo fällt bei Ihnen sofort der Vorhang und Sie sagen, das ist jetzt nichts für mich? Ja, wenn einer sagt, ja, ich will in einem Jahr einen Exit anstreben, dann sind wir irgendwie ein Durchlauferhitzer, der hat eine egoistische Planung, oder wenn die Leute sich untereinander nicht verstehen und wenn die Gründer zu wenig Anteil haben, weil sie aus einem Inkubator kommen. Wir wollen, dass die Gründer und Inhaber, die Gründer und Führer, meist Geschäftsführer, über die Mehrheit haben, ja, dass sie auch mal später abgeben können und trotzdem noch großartig beteiligt sind. Und es muss nicht Chemie stimmen. An so einem Gespräch mache ich immer fest, nächsten Morgen will ich spüren, ich habe Lust, die wiederzusehen, und die sollten auch Lust haben, mich wiederzusehen. Wenn das Vertrauen nicht stimmt und man nicht Lust hat, miteinander Sparring zu machen und Strategien zu diskutieren, dann hat es keinen Sinn. Wenn Sie sich vorstellen würden, dass Sie noch mal ganz von vorne anfangen könnten, Sie sind 18 Jahre, die Welt steht Ihnen offen, was würden Sie anders machen, als ja, Sie es tatsächlich gemacht haben? Also ich glaube, in den ersten Jahren rückwärts gar nichts, obwohl ich damals natürlich, das war Trial and Error. Ja, aber ich habe sehr früh angefangen, das war richtig. Ich habe ja im Verkauf begonnen und ich glaube, das Wichtigste ist, kommunizieren zu können, mit Menschen zu können. Das würde ich heute auch jedem jüngeren Unternehmen empfehlen, dass da Menschen sich sehr, sehr schnell in den Vertrieb einarbeiten, in die Kommunikation, wie man Menschen anruft, wie man Vertrauen aufbaut, wie man aus Kunden Bestands- und Wiederholungskunden macht. Das hat mir sehr, sehr geholfen, dass ich das konnte.
Und ich hätte vielleicht noch eher Menschen im Bereich Planung, Finanzen, Controlling, Legal, also die Dinge, die, auf die ich mich nicht konzentriert habe, da müssen sie genauso gute Leute haben. Das dürfen eben auch nicht kleine Angestellte sein, die sowieso sich nicht trauen, dem Inhabern was zu sagen. Also das müssen die kongenialen Partner braucht es schon. Jetzt verdienen die meisten Leute ja Geld oder wollen viel Geld verdienen, damit sie dann, wenn die erste Million oder die erste Milliarde, wie in Ihrem Fall, dann da ist, sich endlich zur Ruhe setzen können, endlich ab in die Karibik gehen können und ab dann ist Leben in der Hängematte angesagt. Jetzt gibt es heutzutage diverse Gründer, die sagen, Moment mal, warum soll ich denn erst Geld verdienen? Ich kann doch sofort in die Karibik ziehen, nehme meinen Laptop mit und arbeite da so 2-3 Stunden von Thailand, Karibik, von solchen Ländern aus und genieße da schon gleich ab dem 25. Lebensjahr mein Leben. Wäre das ein Lebensmodell, was Sie sich auch vorstellen können? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich selbst kein Lebenskünstler bin und die Leute sollen ihren Spaß haben. Ich gehe davon aus, dass sie zu 99% scheitern. Ja, wenn man gründet, muss man mehr arbeiten, nicht weniger. Können ja nicht sagen, endlich bin ich selbstständig, muss weniger arbeiten. Also Spätstücken und Frühabendessen geht nicht. Ja, das ist sehr, sehr viel mehr Arbeit. Man hat kaum noch Freizeit, man ist immer erreichbar. Und ich glaube nicht, dass es der Gedanke ist, und das Ziel kann nicht sein, Millionär zu werden, sondern dem Kunden einen Nutzen zu bringen, Nutzen zu stiften, Dinge zu verbessern, schneller, günstiger zu machen. Wenn der Kunde happy ist, dann zahlt er für die Dienstleistung. Also dem Kunden dienen, dann werden sie auch verdienen. Aber die Gründer, die ich alle kenne, und wenn sie dann älter werden, die gehen ja dann gar nicht in die Karibik. Aber das Gefühl, man könnte es machen, ist ein ganz erstrebenswertes Ziel und das soll auch im Hinterkopf mitspringen und mitschwingen. Aber die richtigen Unternehmer haben dann so viel Spaß, etwas zu unternehmen, dass sie vielleicht 1-2 Mal im Jahr etwas unterlassen und schönen Urlaub machen. Aber bei mir war es so, ich habe ja das Unternehmen vor 7 Jahren verkauft und die Schweizer haben 1,9 Milliarden dafür bezahlt an Franken. Und da dachte ich, jetzt kann ich, habe es ja auch öffentlich gesagt, nach ein paar Wochen hatte ich wie eine Arbeitslosigkeitsdepression. Ist ja ganz komisch, man will den Stress nicht, wenn man ihn hat, aber wenn man ihn nicht hat, fehlt einem was. Und ich glaube, das muss jeder seine Life-Work-Balance finden, aber am Anfang ist die Life-Work-Balance eindeutig. Ist jetzt so ein Mittelweg erreicht bei Ihnen mittlerweile oder klappt es einfach nicht mit der Freizeit? Doch. Ich habe ja keine Muss-Termine mehr, nur noch Ich-Will-Termine. Ich mache nur noch das, wo ich sage, das macht mir Spaß, da habe ich Freude dran. Und es ist faszinierend und es bewegt mich. Ich empfinde daran große Befriedigung, jungen Leuten mit unternehmerischer Erfahrung zur Verfügung zu stehen, ihnen Vertriebs-Know-how beizubringen, Optimierung mit all der Erfahrung zu finden, macht unheimlich Spaß. Was treibt Sie neben dem schon angesprochenen Investment in Startups noch an? Was machen Sie so? Wie verbringen Sie Ihren Tag? Ja, heute zum Beispiel, dass ich hier den Vortrag gehalten habe. Jetzt geht es gleich in andere Termine und dann fliege ich weiter nach München, habe ich heute Abend Termine. Ist ein ganz tolles Leben. Ich habe dadurch, dass ich unternehmerisch erfolgreich wurde, mir sehr, sehr viel ermöglichen können. Ich konnte dadurch die Welt kennenlernen, habe sehr spannende Menschen kennenlernen dürfen, sehr inspirierend. Die jungen Leute halten mich auch zusätzlich jung. Es ist ein tolles Leben, wo ich einfach das machen kann, was mir Freude macht. Und ich habe das Gefühl, je weniger man beim Tun ans Geld denkt, umso erfolgreicher können die Dinge werden. Wenn das kein guter Abschlusssatz ist. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Interview und weiterhin alles Gute. Danke, gleichfalls.